Sie verstehen nichts? Also ich kann noch ein bisschen lauter sprechen. Jetzt etwas besser? Oder Sie kommen einfach ein bisschen näher ran, dann muss ich nicht so schreien. So viel sind wir ja nicht. Okay. Also nochmal. Mein Name ist Marco Brandt. Ich bin einer der Geschäftsführer der ValueCare 24. Wir sind einer von diesen Sponsoren heute hier. Freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind auch mit ein paar Kollegen hier, haben auch einen eigenen Stand da hinten. Also falls die Fragen wir hier nicht klären können, dann können wir auch gerne zum anderen Zeitpunkt nochmal am Stand ein paar Fragen beantworten. Was ist die wichtigste Botschaft? Die wichtigste Botschaft, die ValueCare 24 und ich sind ein Joomla-Fan. Ist jetzt erstmal nichts so Ungewöhnliches. Wir sind ja schließlich auf dem Joomla-Day. Da kommt das öfter vor, dass da ein Joomla-Fan herumläuft. Das eigentlich Interessante ist, dass wir für eine Versicherung arbeiten. Und das ist doch eher ungewöhnlich, dass eine Versicherung Joomla einsetzt. Und als ich vor 5 Jahren das erste Mal dieses Thema dort ins Gespräch gebracht habe, kamen eine Menge Argumente, warum es eigentlich keinen Sinn macht, mit Joomla zusammenzuarbeiten. Und viele von den Argumenten haben mich begleitet bis heute. Ein paar konnten wir schon abbauen. Aber wenn es Ihnen ähnlich geht, wenn Sie auch des Öfteren auf diese Vorurteile stoßen, Joomla sei unsicher, Joomla sei nichts für große Systeme, für große Communities, dann sind die nächsten 30 Minuten vielleicht interessant für Sie, weil ich habe einige Erfahrungen mitgebracht und einige Zahlen mitgebracht, die Ihnen helfen sollen, diesen Vorurteilen zu begegnen. Und vielleicht können wir sie ja irgendwann abbauen. Dazu habe ich ein paar Themen mitgebracht. Erstmal überhaupt, wer ist ValueCare 24? Wir sind gerade erst gegründet worden, quasi vor einem Jahr, also muss ich wohl noch ein paar Worte dazu sagen. Warum setzen wir Joomla ein? Was ist die Anforderung eines Versicherers oder mehrerer Versicherer an ein Content-Management-System? Da gibt es derer auch viele. Und dann der größte Teil wird sich um die Erfahrung, oder werde ich die Erfahrung beschreiben, die wir mit Joomla gesammelt haben. Und dann auch nochmal eine kleine Reise in die Zukunft machen, an was wir so gerade arbeiten und was wir uns mit Joomla so vorgenommen haben für dieses und nächstes Jahr. Wenn Fragen sind, wir haben zwar, glaube ich, diesen Slot so, dass wir die am Ende beantworten können, aber wir können das gerne auch anders machen. Also wenn Fragen sind zu irgendwas, was ich erzähle, gerne Hand heben, dann kann ich da auch gleich drauf eingehen. Also, wer ist die ValueCare 24? Wir sind eine interne Internetagentur, die für unsere drei Erstversicherer Internetseiten bauen, kleinere Internetseiten bauen, größere Internetseiten bauen, diese betreiben und auch das Online-Marketing dafür machen. Das ist eine ziemlich coole Sache, wenn Sie für einen Versicherer arbeiten. Da ist zumindest immer für Aufträge gesorgt. Da geht es eher um die Frage, das, was wir uns dort vorgenommen haben, in Time und in Budget abzuliefern. Das sind dann die Herausforderungen. Nichtsdestotrotz sind wir ein junges Team. Derzeit 25 stimmt nicht mehr so ganz. Wir sind inzwischen schon wieder 26 Mitarbeiter. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Webseiten, Online-Marketing und, weil wir für einen Versicherer arbeiten, gibt es natürlich die Notwendigkeit, nicht nur die Kunden zu gewinnen und Antragsstrecken zu bauen, sondern wenn man heute dort gut aufgehoben sein möchte, dann muss alles andere da auch funktionieren. Also man muss seine Schäden da einreichen können, man muss mit denen diskutieren können für den Fall, dass es notwendig ist. Und all das muss auch im Internet sauber funktionieren. Da ist der Kunde heute wählerisch und das bedeutet, all das, was wir in den vergangenen 50 Jahren in der Versicherung so aufgebaut haben an Prozessen, ist jedenfalls der Auftrag an uns, das mal ins Internet zu bringen und dort Services anzubieten dem Kunden, mit denen diese Erwartungen, die man heute hat, wenn man, und das kennen wir ja alle, fast jeder kennt Amazon, fast jeder kennt eBay, all diese schönen Dinge, die da total einfach sind inzwischen, gar nicht geringer ist die Anforderung an jede Webseite, die heute irgendwo betrieben wird, dass das eben so einfach ist. Dass Amazon ein bisschen größer ist als wir, interessiert aber den Kunden nicht. Die Probleme haben wir trotzdem natürlich und wir versuchen sie für unsere drei Erstversicherer zu lösen. Das sind die European Warranty Partners, das ist die Wertgarantie Group und die Agila. Das sind
im Wesentlichen Gesellschaften, die sich um Geräteversicherung kümmern. Das soll heute überhaupt nicht das Thema sein, aber ich muss es zumindest mal erwähnen. Also Garantieverlängerung, Geräteversicherung. Wir versichern alles, was einen Stecker, einen Akku, Speichen oder vier Pfoten hat. Weil die Agila ist ein Tierversicherer und die bietet Krankenversicherungen für Hunde und Katzen an. Auch ein schönes kleines Nischenangebot in Deutschland, mit dem man viele Hundehalter und Katzenhalter glücklich machen kann. Also, ich habe es schon kurz angedeutet, diese drei Erstversicherer gehören zur Wertgarantie Group, die inzwischen mehr als 4 Millionen Kunden hat in ganz Europa, begonnen in Deutschland vor etwa 50 Jahren. Der Grund, warum man die Marke relativ wenig kennt, ist, das Hauptvertriebsfeld in der Vergangenheit war, dass man im stationären Handel bei dem Verkauf des eigentlichen Produktes dann die Garantieverlängerung oder das Produkt eben mitverkauft hat, das Versicherungsprodukt. Und dann war die Marke der Versicherung gar nicht so wichtig. Wenn Sie aber bei Expert reingehen und dort etwas kaufen und dann da mal das Kleingedruckte von der Garantieverlängerung sehen, dann werden Sie sehen, das ist die Wertgarantie, ohne dass Sie es wissen. 4,2 Millionen Kunden in Deutschland und insgesamt 500 Mitarbeiter arbeiten inzwischen für die Gruppe europaweit. Warum nutzen wir Joomla? Wir betreiben, wie ich schon gesagt habe, eine ganze Reihe an Plattformen, eine Reihe an Internetplattformen, die der Gewinnung von Neukunden dienen und auf denen Kunden ihre Schäden abwickeln können. Und wir befinden uns in einer Zeit, in der die Versicherungswirtschaft im Umbruch ist, in der immer mehr Kunden ins Internet gehen, sich immer mehr darüber informieren, was ist das eigentlich überhaupt für ein Versicherungsprodukt und was nützt mir das? Nützt mir das wirklich das, was mir der Mensch, der da gegenüber sitzt, verspricht? Oder habe ich vielleicht ganz andere Ansprüche? Das heißt, die Menschen gehen ins Internet und dort wird sich auch das Business hin verschieben in der Zukunft. Damit wir als Versicherung damit mithalten können, haben wir im einfachsten Fall das Scheitern zum Konzept gemacht. Also im Internet ist das immer schon so gewesen, man probiert Dinge aus, man probiert sie im Kleinen aus, schaut, ob sie funktionieren. Wenn sie funktionieren, macht man sie groß und wenn sie nicht funktionieren, schmeißt man sie weg und macht was anderes. Das Prinzip dahinter kennt der eine oder andere vielleicht, weil es wirtschaftlich einfach Sinn macht, erstmal im Kleinen was auszuprobieren, bevor man richtig viel Geld reinsteckt. Ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Seiten ein, die wir da so betreiben, unterschiedlich groß. Die größte, die wir betreiben, ist die agila.de. Hat jemand einen Hund oder eine Katze bei Ihnen? Kennen Sie die Agila? Ja, alles klar, gut. Also in diesem Spezialsegment sind wir tatsächlich der bekannteste und beliebteste Anbieter. Trotzdem ist es immer wieder lustig, auf jeder Party, auf der ich bin und in der ich erzähle, dass wir Tiere Kranken versichern, kommt immer wieder, was, das gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's. Wir haben 190.000 Kunden inzwischen und sehr, sehr zufrieden. Wir haben eine Weiterempfehlungsquote, die liegt bei, glaube 98,7%, also unglaublich hoch. Und das quasi gesamte Geschäft, 80% des Geschäftes, läuft inzwischen über diese Internetseite. Und warum erzähle ich das? Weil diese Seite vor 5 Jahren mit Joomla mal aufgesetzt wurde. Damals war der Anteil am Neugeschäft noch deutlich kleiner. Und wir sind heute bildet die Seite 80% des gesamten Neugeschäftes dieser Versicherung ab. Wertgarantie.de, das ist die Hauptseite. Das ist die Hauptseite unserer Muttergesellschaft. Auch dort gibt es die Notwendigkeit, dass sich unsere Kunden informieren, wenn sie im Ladengeschäft, im Fachhandel eine Information zu diesem Thema Versicherung, Garantieverlängerung erhalten haben, gehen sie dann auf die wertgarantie.de-Seite und können sich dort nochmal nachinformieren und wenn sie möchten, auch eine Versicherung abschließen. EW Partners, EU ist ebenfalls eine Seite, da geht es hauptsächlich um die Geräteversicherung für die Handys, genauso wie die myphoneschutz.de. Dort kann man also sein Handy versichern. Onlineversicherung.de, das ist das
da ist die, die Bandbreite an Produkten, die man dort versichern kann, etwas breiter. Sofortschutz, da geht es auch um Handys, nur mit einem anderen Ansatz. Ich sagte ja, wir haben verschiedenste Ansätze, wie wir ausprobieren, dort Neugeschäft zu generieren. Und bei Sofortschutz ist die Geschwindigkeit des Abschlusses und die Geschwindigkeit bei der Schadenregulierung wiederum der Hauptansatz im Verkauf. Deswegen ist das auch auf einer eigenen Seite. Und Fahrradschutz, ich sagte ja, wir versichern auch was, was Speichen hat, ist ebenfalls eine eigene Plattform, auf der wir unsere Produkte anbieten. So, das war das, was ich ganz zu Anfang versucht habe, schon mal zu erläutern. Think big, start small, learn smart and grow fast. Und das ist exakt der Grund, warum wir Joomla nutzen, weil es eben mit Joomla geht. Joomla kostet am Anfang relativ wenig. Es gibt sehr viele Extensions, mit denen man Dinge ausprobieren kann, mit denen man Businessmodelle ausprobieren kann. Und wenn sie funktionieren, macht man weiter, und wenn nicht, war es nicht so schlimm sozusagen. Das ist der Grund, warum wir Joomla einsetzen. Was wollen wir heute hier? Wir möchten einfach mal zeigen, wie das im Detail aussehen kann und was wir damit alles angestellt haben und wie erfolgreich man damit auch Seiten betreiben kann. Die Seiten, mit denen wir das machen, sind agila.de, EW Partners und Sofortschutz. Also Sie sehen, nicht auf allen der eben erwähnten Seiten sind wir da unterwegs mit Joomla, aber es werden immer mehr. So, ich sagte ja schon, eine Versicherung hat vielleicht ein paar andere Anforderungen an ein Content-Management-System wie andere Businesses. Sicherlich die wichtigste ist, dass es stabil und performant sein soll. Es muss ausfallsicher sein. Um überhaupt diese verschiedenen kleinen Experimente machen zu können, muss es modular sein. Das heißt, man muss schnell was Neues reinbringen können, ohne dass man alles wieder umbauen muss. Es braucht in der Regel ein ausgefeiltes Rollen- und Rechtesystem. Versicherungen sind da sehr, sehr pingelig. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit einer zusammengearbeitet haben. Es muss günstig sein, aber eben gleichzeitig auch weiterentwickelbar sein, obwohl es günstig ist. Ganz, ganz wichtig, heute geht gar nichts mehr ohne Suchmaschinenoptimierung, ohne den natürlichen Traffic von Google. Es muss also das SEO und die SEO-Prinzipien unterstützen. Es muss User-Generated Content unterstützen. So viel Content kann man gar nicht schreiben, wie man heute braucht, um bei Google Traffic zu kriegen. Wir haben sehr umfangreiche Newsletter, die wir verschicken regelmäßig. Auch das muss ein CMS, was bei uns läuft, unterstützen. Und ganz wichtig, der Core sollte auch aktuell sein. Und diese Anforderungen sind wirklich auch nur ein Auszug. Da kommen noch deutlich mehr hinzu, was die Sicherheit angeht. Aber damit will ich Sie jetzt nicht noch weiter langweilen. Zum Thema Performance. Das war eines, glaube ich, der wichtigsten Gegenargumente. Geht denn das überhaupt? Kann man da überhaupt ein System bauen, was so performant ist, um die Sicherheit zu geben, dass eine Versicherung, die ihr Hauptgeschäft mit dieser Seite macht, auch wirklich damit betreibbar ist und wir dann nicht irgendwann alles umbauen müssen. Und wenn Sie sich die Zahlen und die Entwicklung mal angucken, wir haben im ersten Halbjahr 2011 begonnen mit etwas weniger als 200.000 Besuchen pro Halbjahr und liegen heute bei 550.000 im Halbjahr, und das System läuft die ganze Zeit unter Joomla. Wir haben natürlich die Entwicklungsstufen mitgemacht. 2011 war das ja nicht die 3.4 von aktuell, sondern damals sind wir noch mit der 1.6, glaube ich, gestartet. Naja, ist halt schon eine Weile her, ne? Aber es ging. Damals ging es, und heute sind wir mitgewachsen. Deswegen, ja, die Zahlen sprechen da für sich. Das geht also mit Joomla. Ausfallsicherheit. Das geht nicht nur, was die Performance angeht, sondern das geht eben auch, was die Ausfallraten oder was überhaupt Ausfälle angeht. Ausfälle für den Versicherer sind die absolute Katastrophe, wenn Business nicht mehr läuft, kostet sofort Geld, ist sofort entgangener Gewinn. Das bedeutet, Ausfälle können wir uns heute überhaupt gar nicht mehr leisten. Damals, als wir begonnen haben, war das noch eine etwas andere Diskussion. Damals war das der Anteil des Internets am Neugeschäft unter 20%. Wenn da mal die Seite für einen Tag nicht lief, da gab es natürlich Ärger, aber da hat das noch nicht richtig Geschäft gekostet. Heute ist das keine Option mehr. Die Seite muss laufen, und zwar rund um die Uhr. Ja, unser System, mit dem Joomla, mit dem wir mitgewachsen sind, tut das eben auch seit 2011.
zum Thema Modularität, was sicherlich, was die Komplexität angeht, das Wichtigste für uns ist. Was haben wir alles mit dem Joomla abgebildet, mit den Jahren, mit externen und dann immer mehr mit internen, mit selbstgeschriebenen Extensions? Eingebaut war immer schon Lexikon und Blog. Das haben wir auch von Anfang an mitgenutzt. Wie sieht sowas bei uns aus? Kann man das hier halbwegs erkennen? Ja, das ist unsere Seite und das Lexikon ist hier. Da haben wir mal angefangen mit schlanken 2 Seiten und 3 Berichten. Inzwischen kommen da quasi täglich neue hinzu. Die Inhalte, die im Lexikon und im Blogbereich auf der Agila stehen, haben, glaube ich, letzten Monat waren es 1400 Artikel, die da drin stehen, mit Bildern in verschiedenen Auflösungen, die das System komplett abwickelt, die wir dort pflegen in einem mehrstufigen Rollen- und Rechtesystem. Das heißt, da sind mehrere Redakteure dran beteiligt, die schreiben, liefern ein, wird geprüft von uns intern, von den internen Redakteuren. Manche Artikel werden auch nochmal in eine weitere Redakteurrunde gegeben, um dort auch nochmal eine fachliche Prüfung zu machen. All das können wir mit dem Standard, mit dem Standard Beitrags- und Rechtesystem von Joomla abwickeln. Der Blog ebenfalls, ich finde das Bild immer wieder süß, ich hoffe Sie auch. Ja, das ist natürlich, davon lebt die Seite agila.de natürlich ganz wesentlich. Wir haben ein sehr charmantes Thema dort als Versicherung, sondern normalerweise Versicherungen sind ja doch ein bisschen trocken. Wenn man da als Marketer unterwegs ist, hat man doch die eine oder andere Herausforderung mit diesem Thema. Und die Agila belohnt mich dann immer. Wenn man dort Marketing machen darf, dann macht das manchmal sogar richtig Spaß. Ein ganz wichtiger Teil inzwischen für uns, wir haben ja gesagt, die Agila.de ist ein Krankenversicherer und arbeitet mit im Wesentlichen allen deutschen Tierärzten zusammen. Und demzufolge haben wir auch ein Tierarztverzeichnis, in dem alle diese Tierärzte abgebildet sind, weil unsere Kunden natürlich als erstes auch mal einen Tierarzt suchen, wenn sie denn bei uns versichert sind. Das war für uns von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass das funktioniert. Wir haben zu Beginn mit einer Komponente namens Zoo gearbeitet und sind dann sukzessive dazu übergegangen, dort eine eigene Komponente für zu schreiben. Inzwischen haben wir dann Zoo auch abgelöst. Aber bis dahin hat das auch mit Zoo ziemlich gut funktioniert. Auch mit diesen steigenden Zugriffszahlen haben wir das Tierarztverzeichnis damit abbilden können. Ja, gern. Mit Zoo. Z-O-O. Aber jetzt machen Sie es. Jetzt haben wir was Eigenes entwickelt. Weil inzwischen sind die Anforderungen da so komplex geworden. Wir haben da Bewertungssysteme eingebaut. Die Tierärzte müssen selber ihre Beiträge dort eingeben und pflegen können. Wir haben ein Problem, dass viele Tierärzte sind ja Tierärzte. Also das heißt, von Content schreiben haben die keine Ahnung. Und das können wir denen auch nicht beibringen. Das muss also so trivial sein, dass das auch wirklich funktioniert. Und das ist eben mit den Komponenten, die es so standardmäßig gibt, einfach nicht mehr zu erreichen. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir da mehr Traffic draufbringen wollen und dort die Tierärzte dahin bekommen wollen, dass sie es überhaupt können, ihre Beiträge dort selber zu vervollständigen und selber zu pflegen, muss es noch einfacher werden. Und deswegen haben wir uns irgendwann dazu entschieden, was Eigenes zu programmieren. Die Hundetrainer-Sprechstunde. Extrem beliebt ist eins von diesen Experimenten, nicht wie beim Tierarztverzeichnis, es war von Anfang an klar, dass wir sowas brauchen werden. Bei der Hundetrainer-Sprechstunde geht es wirklich um Fragen, die jeder Hundehalter hat zur Erziehung seines Hundes. Und was diese Hundetrainer-Sprechstunde macht, ist einfach im Prinzip so ein sehr abgespecktes Forum, auf dem die ihre Fragen stellen können und dann Hundetrainer darauf antworten. In dem besonderen Fall bei uns, wir bieten es kostenlos an, wird es natürlich besonders gerne auch noch genutzt. Die Alternativen in dieser Qualität dort sind kostenpflichtig im Netz, sodass wir dort ein sehr schönes Tool haben und einen sehr schönen Magnet haben, mit dem das Ganze, mit dem wir einfach Aufmerksamkeit erregen können für die Versicherung, ist immer weiter gewachsen, ist quasi ein immer weiter skalierbares Modell. Das heißt, fürs Marketing sehr, sehr schön, weil es eben nicht endet, wie ein Verfahren, also wie Google AdWords. Ja, da kann man zwar viel Geld ausgeben, aber irgendwann sind sie an der Grenze erreicht. Mehr Nachfrage gibt es dann irgendwann nicht mehr.
Und dann können Sie auch noch mehr Geld ausgeben, spielt keine Rolle. Sie kriegen dann trotzdem nicht mehr Kunden. Und das Modell bei der Hundetrainer-Sprechstunde funktioniert eben skalierbar. Das heißt, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass da mehr Leute reinkommen, dann wird das immer weiter wachsen. Und zu Beginn haben wir das auch mit einer externen Komponente gemacht, haben dann uns aber relativ schnell auch entschieden, das durch eine eigene zu ersetzen. Das ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, so ein Experiment. Wir hatten zu der Zeit auch durchaus noch andere Experimente laufen, die sind heute inzwischen gar nicht mehr zu sehen, aber eben allesamt mit Extensions, die es damals gab und mit denen wir dann zumindest eine Zeit lang glücklich waren. Ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges Thema, die Newsletter-Verwaltung. Wir haben diverse auf verschiedenen Plattformen, nicht nur bei agila.de, da sind es alleine zwei Newslettergruppen, nee, drei Newslettergruppen. Auf agila.de haben wir Newsletter-Abos. Die Ansprüche heute an Direktmarketing sind ebenfalls sehr hoch. Es gibt diese Double-Opt-In-Auflagen, muss automatische Abmeldeverfahren geben, der Kunde muss jederzeit da reingehen können. Also es gibt sehr hohe Anforderungen. Wir arbeiten bis heute immer noch, wir sind gerade dabei, auch das dann jetzt mal abzulösen, aber wir arbeiten heute, bis heute mit Ecky-Mailing und das funktioniert sehr gut. Also ACY-Mailing heißt die Komponente, mit der das geht. Sie ist sehr groß, wir wickeln da bis zu 250.000, 270.000 Abonnenten pro Monat mit ab, pro Newsletter. Ja, natürlich obligatorisch für eine Versicherung. Irgendwann brauchen Sie auch mal einen Rechner und eine Antragsstrecke. Sonst ist halt schlecht mit Versicherungen beantragen. Das ist ein Tool, was wir am Anfang ebenfalls über eine Extension abgebildet haben. Da haben wir uns aber auch relativ schnell entschieden, dann was Eigenes zu programmieren. Das ist einfach zu komplex. Also die Vielfalt der Produkte und der Teilangebote und der Art und Weise, wie man sie vermarktet, mit irgendwas Standardmäßigem abdecken zu können, das ist einfach, das macht relativ schnell keinen Sinn mehr. Also haben wir das dann auch relativ schnell gegen was Eigenes getauscht. Das sind so die Antragsstrecken aktuell. Und das Kundenportal natürlich ebenfalls, sagte ich ja schon, auch bei Agila kann man inzwischen alles, was man braucht, online machen. Und das ist ebenfalls ein Modul, was wir aber auch selbst geschrieben haben. Das ist sogar relativ wenig integriert. Da gibt es bloß bei der Authentifizierung eine Bridge und alles andere läuft schon separat. Weil da geht es wirklich an das Eingemachte der Versicherung. Da sind Kundendaten drin und eine Versicherung darf per Vorgabe keinerlei Kundendaten in diesen Systemen aufbewahren, sondern das muss in separaten Systemen der Versicherung geschehen. Und deswegen ist das Kundenportal auch extern. Sieht man aber nicht, die CSS ist die gleiche, das bedeutet, man weiß ja nicht, von wo die Daten hinten zugeliefert werden als Kunde, solange man das so sauber trennt. Das heißt, die haben uns sehr geholfen und die Extensions und wir haben nach und nach alle ersetzt. Das Rollen- und Rechtesystem, nur mal, um da nochmal eine Vorstellung zu bekommen, was wir da alles machen und abbilden, alleine auf agila.de. Wir haben nicht registrierte natürlich, dann haben wir die Tierhalter mit dem Newsletter-Abo für den Hunde-Newsletter, für die Katzen-Newsletter, die Fragesteller in der Hundetrainer-Sprechstunde, die dann auch eigene Bilder hochladen und dann ja auch Antworten zugesandt bekommen, die müssen sich auch dort registrieren. Dann die Hundetrainer, die haben nochmal eigenes Profil, die müssen ja auch wieder was anderes machen dürfen. Die dürfen nochmal auf eine andere Art und Weise antworten auf die Fragen, als das die Kunden dürfen. Die dürfen zum Beispiel aber auch nicht bewerten, was die Kunden wieder dürfen. Weil für die Hundetrainer wäre es blöd, wenn sie sich selbst bewerten könnten. Also das hängt auch am Rollen- und Rechtesystem. Dann Tierärzte mit eigenem Newsletter-Abo und natürlich, um im Tierarztfinder sich die eigenen Zugänge und die eigenen Daten pflegen zu können. Und dann natürlich eine ganze Reihe an externen wie internen Redakteuren, die auf dieses System zugreifen und dort Daten, Artikel einpflegen und veröffentlichen. Also spätestens mit der, ich glaube, ich habe es dann auf einer späteren Folie, mit der 2.6 gab es, glaube ich, dieses rechte System und wir haben das auch sofort genutzt. Vorher mussten wir das separat abbilden. So, da kommen noch ein paar Bildchen. Habe ich jetzt gleich mal übersprungen. Unsere Hundetrainer, die sehen nicht alle so aus. Unsere Tierärzte. Was ist das? Ach, das sind die Redakteure, genau, groß und klein.
So, dann hatten wir dieses Thema günstig und weiterentwickelbar. Da ist natürlich etwas einschränkend zu sagen, Joomla kostet nichts. Also nichts stimmt sowieso nicht, aber nichts stimmt auch nicht. Denn natürlich, der Core kostet nichts, aber Sie sehen, auch bei uns war es so, mit der Zeit ist man immer mehr dabei, die externen Extensions durch eigene zu ersetzen. Und spätestens dann ist man im Projektgeschäft und dann kostet es auch Geld natürlich. Aber wie gesagt, man startet eben klein, schaut, ob das Business funktioniert. Und dann kann man ja auch Geld investieren. Wenn es ein Geschäftsmodell gibt, auf das man aufbauen kann, dann ist das Geld zumindest nicht mehr so ein großes Problem wie am Anfang. Ja. Das ist ein kurzer Abriss zum Thema SEO. Da kommt gleich wieder meine Marketingseele durch. Also SEO ist heute und verändert sich eigentlich jedes Jahr. Jedes Jahr erneut schauen wir und starren wir auf Google und sind ganz gespannt, was sich Google wieder Neues ausgedacht hat. Dinge, die man vor 5 Jahren getan hat, gehen heute gar nicht mehr. Manche sind sogar verboten. Vor 3 Jahren haben Sachen noch funktioniert. Ich will Sie jetzt, wenn Sie sich mit SEO beschäftigen, wissen Sie, was ich meine. Ich will Sie jetzt mal nicht so im Detail erwähnen, was das alles ist. Als Versicherung stand das sowieso nie zur Debatte. Also all die Schweinereien, die man da früher machen konnte, das ist gut für uns, dass das so nicht mehr geht, weil wir dieses Business sowieso schon die ganze Zeit seriös betreiben mussten und dadurch auf die uralte Formel quasi geboren mit dem Internet, Content is King, die ganze Zeit auf dieses Thema gesetzt haben und damit auch wirklich gewachsen sind. Deswegen Content is still King. Wir hatten ganz zu Beginn quasi mit der ersten Seite ein paar hundert Artikel, hat also gar nichts gebracht. Wir konnten nur SEA machen, wir konnten nur Google AdWords machen. Damals gab es, glaube ich, noch ein paar mehr, Yahoo oder so, gibt es ja alle inzwischen nicht mehr. Jedenfalls nicht in Deutschland, produzieren die keinen nennenswerten Traffic, ist also ja in Deutschland alles Google. Und der einzige Weg, an sinnvollen Traffic zu bekommen, ist eben Content auf die Seite zu bringen. So schwer das ist und so aufwendig das ist, anders geht es nun mal nicht. Und dafür ist Joomla perfekt geeignet. Also Content auf eine Seite bringen, den Content von links nach rechts schieben, die Module, die auf diesen Content verweisen, da einzusetzen, wo es Sinn macht, flexibel da einzusetzen, wo es Sinn macht, um auch die interne Juice-Verteilung so zu organisieren, wie es eben einem die SEO-Spezialisten immer erzählen. Das geht alles ganz prima mit Joomla, sei es über, früher waren das diese Link-Wolken, heute sind es eher die Related Articles oder die Tagging-Systeme, die man da verwendet, um den internen Traffic sauber abbilden zu können und die Besuche, die produziert werden, auch tatsächlich in Conversions zu wandeln. Das Team, was das bei uns macht, heißt deswegen auch nicht nur Traffic, sondern heißt Traffic und Conversion, weil der Traffic allein nützt einem heute gar nichts mehr. Wenn der Kunde auf die Seite geht und dann nach 3 Sekunden wieder verschwindet, sieht das Google ja alles. Google ist ja allmächtig heutzutage und dann wird man sofort abgestraft von Google. Also man muss nicht nur den Content produzieren, sondern man muss auch dafür sorgen, dass der Kunde drauf bleibt und wirklich weiterliest und das, was er da gesucht hat, auch wirklich das ist, was ihm einen Mehrwert bietet. Also Content ist mehr King als je zuvor sozusagen. Und man sieht es, wir haben also relativ schnell dafür gesorgt, dass da Content zu uns auf die Seite kommt. Und die Rückgänge, die hier zu sehen sind oder die Seitwärtsbewegung, die da zu sehen ist, hängt wieder mit Google zusammen. Google hat mehrfach die Bewertung geändert, was sie da in den Index mit reinnehmen oder nicht. Das waren ja die Situationen, wo man dann immer so gespannt davor sitzt, was Google wohl im nächsten Update wieder Gemeines macht mit uns. User-Generated Content hatte ich schon erwähnt. Von den 20.000 oder 30.000 indizierten Seiten, die davor auf dem Chart zu sehen waren, sind wie gesagt etwa aktuell 1.400 selbstgeschriebener Content, also eigene Artikel auf Joomla oder in dem Joomla-System. Das muss man machen, das kostet einen Haufen Geld. Muss man aber trotzdem machen, jedenfalls als Versicherung muss man das machen, sonst kommt man nicht mehr an Kunden. Das ist aber, weil es so teuer ist, eben für uns auch nur ein Weg. Der zweite Weg ist eben über User-Generated Content zu gehen und dort
dass zusätzlich nochmal die Anzahl der Artikel, die Anzahl der Seiten, die Anzahl des Contents, den man dort finden kann, auf die Seite zu bringen. Und ich hatte es schon erwähnt, für uns dort der Teil, der am stärksten wächst, ist der Teil aus dieser Hundetrainer-Sprechstunde. Der ist explodiert geradezu. Die Business-Herausforderung, by the way, ist die, dass man quasi immerzu im Henne-Ei-Problem ist. Entweder hat man zu viel Fragen oder man hat zu viel Hundetrainer, die dann wieder keine Fragen haben. Und also irgendwer regt sich immer auf und man muss die ganze Zeit schauen, dass man irgendwie diese beiden immer in der Waage hat, weil wenn zu viele Fragen kommen, auf die dann keiner antwortet, gibt es eben auch wieder keinen Multiplikatoreffekt. Das geht aber alles mit Joomla. Dann die Bewertung. Heute geht nichts mehr ohne Bewertung. Wenn man im Internet Geschäft betreiben möchte, brauchen Sie unbedingt Bewertungen. Ein Bewertungssystem, was das abbildet, ist in Joomla bereits integriert. Können Sie prima nutzen. Müssen Sie nur ein bisschen was ändern in der Auszeichnung, aber das gibt es bei Google nachzulesen, was Sie da ändern müssen, sodass Google das erkennt. Aber ansonsten ist das perfekt geeignet, dieses System, um einen ersten Start bei den Artikeln anzugehen, die in Joomla selber ja integriert sind. Das reicht natürlich nicht. Dann, wenn Sie eigene Komponenten haben, müssen Sie die da auch mit integrieren, die Bewertung, und auch dafür sorgen, dass diese Bewertungen auch tatsächlich durchgeführt werden. Das heißt, Sie müssen jeden Kunden anschreiben. Per Mail, Sie müssen sich erstmal die Genehmigung holen, dass Sie es überhaupt dürfen, Double Opt-in, und danach müssen Sie jeden Kunden anschreiben und ihm um eine Bewertung bitten, und das in einer Art und Weise, die er nicht als nervig empfindet. Sonst machen Sie das auch nicht sehr lange. Aber es geht nicht ohne. Heute wissen wir alle, kennen wir auch von uns selbst. Man guckt sofort, man glaubt sowieso gar nichts mehr, was im Internet steht, weil jeder erzählt da, er wäre der Beste und der Schönste. Also gucken wir auf Bewertungen. Und selbst da wissen wir inzwischen von uns selbst, naja, wenn da 3 Bewertungen drinstehen, wie realistisch sind die wohl? Bis zu 20 wird wohl auch so jemand sagen, naja, das kann man alles noch bezahlen. Wenn da aber 3.000 oder 4.000 oder 5.000 drinstehen oder wie in dem Fall 6.800, das lässt sich nicht mehr so leicht wegdiskutieren und da vertraut der Kunde drauf. Das heißt, das ist einfach ein Must. Newsletter hatte ich erwähnt. Wo sind wir denn zeitlich? Naja, ein bisschen haben wir noch. Newsletter hatte ich erwähnt. Wir haben unterschiedliche, der größte liegt bei 250.000 für die Hunde, dann kommen nochmal ein 50.000er für die Katzen dazu. Den verschicken wir monatlich. Da ist vom Design her ein Responsive Design hinterlegt. Wir haben ein Double Opt-in-Verfahren für die Gewinnung. Wir haben eine Nutzerverwaltung. Das ist alles Standard in dem Tool, was wir da nutzen. Wir haben die Möglichkeit, externe Registrierungen zu machen. Wir kaufen viele Newsletter-Leads von draußen ein. Das ist inzwischen eine ganz eigene Branche geworden, gab es vor 3 Jahren noch gar nicht, die quasi über Co-Sponsoring, über Co-Registration wirklich relevante User dort reinbringt, also welche, die sich wirklich auch für dieses Thema interessieren, weil einfach nur Newsletter-Abos zu kaufen, das funktionierte vielleicht früher mal, aber das funktioniert halt gar nicht mehr. Das heißt, man braucht relevante Leute, die sich wirklich für dieses Thema interessieren. Und das bedeutet, so viel können Sie gar nicht auf der eigenen Seite generieren davon. Die müssen sich auch von draußen reinholen und das Tool muss das unterstützen. Das tut es in dem Fall auch. Automatische Abmeldungen, automatische Archivfunktionen. Wenn Sie in diesen Größenordnungen, in diesen Mengen dort Artikel und Newsletter versenden, wollen Sie nicht erstmal noch alles dann wieder nachher eintippen in einen separaten Artikel, sondern das sollte möglichst automatisch dann mit abgebildet werden. Und extrem wichtig, damit Sie überhaupt Conversions erzielen können beim Newsletter, Sie brauchen eine sehr dezidierte Auswertung. Die haben wir tatsächlich auch selber geschrieben, nur das Tool muss es zumindest unterstützen. Das heißt, Sie brauchen beim Reingeben der Leads in das System eine sehr, sehr genaue Auswertung der Quelle. Wo kommt der Lead her? Wann kam der? Und wir werten in unserem Tool quasi monatlich jeden einzelnen Wert aus, von jeder einzelnen Quelle. Also wenn wir irgendwo ein Lead einkaufen mit einem Co-Registration auf einer bestimmten Seite X, gucken wir uns nachher an, wie verhält sich diese Gruppe an Leads in unserem Newsletter-Pool, um eben diese News, die Öffnungsraten und die Conversion-Raten überhaupt halten zu können. Wir liegen aktuell bei einer Öffnungsrate von 20-30%, je nach Thema, und bei einer Klickrate zwischen 3-6%. Klickrate.
bei 250.000 Abonnenten. Das schaffen sie nicht mehr, indem sie die einfach nur einkaufen und anschreiben und darauf warten, dass die sich schon abmelden, wenn da irgendwie einem das nicht gefällt. Die meisten, die gehen sowieso in den Spam. Sie wissen bloß nicht, welche. Was sie nur tun können, ist, sie können sich sozusagen immer die Gruppe angucken, wo das herkommt. Und dafür brauchen sie diese sehr dezidierte Auswertung. Sonst können sie weder Öffnungsraten noch Klickraten optimieren. So, und das, wo wir jetzt sozusagen bei dem Ecky-Mailing auch an die Grenzen stoßen, ist, dass wir das jetzt ja nicht nur für die Agila.de brauchen, sondern wir bauen ja noch ein paar andere Seiten inzwischen, die ähnlich groß werden sollen. Das heißt, wir brauchen das jetzt Ganze auch noch als Mandant. Also wir müssen das beliebig kopieren können und dann ist Ecky-Mailing dann wirklich überfordert an der Stelle. Da sitzen wir gerade dran, dieses System dann abzulösen. Für uns ist der Newsletter extrem wichtig, weil er die Community regelmäßig wieder darauf hinweist, was wir eigentlich zu bieten haben. In dem Newsletter stehen im Übrigen keine Versicherungsthemen, sondern da stehen nur Themen, die die Zielgruppe interessieren. Und dann vielleicht auch mal was, wozu eine Versicherung dann vielleicht doch mal gut sein könnte, aber das ist, wenn man die Anzahl der Artikel sich anschaut, die da im Newsletter drin stehen, sind das von 5 Artikeln einer, ja, der sich um das Thema Versicherungen dreht und der Rest hat mit Versicherung nicht viel zu tun. Das ist der Katzen-Newsletter. Traumhaft. Hier noch mal ein paar Zahlen. Wir haben die jetzt hier zusammengewürfelt, wie der sich so entwickelt hat über die Jahre. Begonnen haben wir mit 34.000. Das waren damals noch nur unsere eigenen Kunden sozusagen. Und dann haben wir den sukzessive immer weiter aufgebaut. Und das läuft alles noch mit Joomla. Ja, wir haben einen CSA-zertifizierten Server dafür am Laufen, um überhaupt auch diese Öffnungs- und Klickraten bringen zu können. Das ist übrigens gar nicht so einfach, so einen zu finden, der den eigenen Server bespielt. Ja, wir haben uns damals richtig die Hackenwund gelaufen, um jemanden zu finden, der einem nicht gleich das ganze System verkaufen will. Es gibt sie aber. Details können wir gerne später noch besprechen. So, aktive Weiterentwicklung des Cores. Wie gesagt, gestartet sind wir damals mit der 1.6, quasi uralt aus der heutigen Sicht, sind dann mitgewachsen, sukzessive die 2.5. Sobald das rauskam, das Rollen- und Rechte-System, haben wir unser eigenes weggeworfen und sofort das vom Joomla Core genutzt. Ab der 3.3 haben wir auch sofort das Tag-System verwendet, was im Core mit implementiert ist. Und ja, wissen wir alle, ohne die Handys und die Tablets geht heute auch nichts mehr im Internet. Das heißt, ohne ein Framework wie Bootstrap zur Programmierung dieser Templates geht auch nichts mehr. Brauchen Sie nicht mehr anfangen, Webseiten zu programmieren. Und auch das haben wir sofort aufgegriffen. Unsere aktuellen Projekte laufen alle unter der 3.4 mit Bootstrap. Das heißt, da sind wir sehr zufrieden und sagen auch wieder, ja perfekt. Also Joomla hat genau immer, wenn wir irgendwas brauchten, was gerade dringend wurde, hat diese Angebote im Core uns präsentiert und wir können eigentlich immer nur sagen, danke Joomla. Ja. Nochmal zum Thema Sicherheit, was ja auch ein großes Vorurteil ist. Sicherheit im Open-Source-System grundsätzlich. Joomla ist heute genauso gut oder genauso schlecht wie jedes andere Open-Source-System bei diesem Thema. Ein paar Dinge sollte man halt beachten. Die Installation sollte immer aktuell sein, insbesondere wenn dort Security-Fixes vom Core-Team mitgemeldet sind, sollte man ohne Zögern sozusagen diese auch tatsächlich implementieren und sich damit eben keine Zeit lassen, weil das ist eben im Open-Source-System das Prinzip. Ne? Diese Exploits sind bekannt. Und zwar jedem. Und dann muss man sie eben auch schnell fixen, damit nicht jeder an der Stelle dort sein Unheil treiben kann. Ebenfalls eine unreflektierte Verwendung, habe ich es jetzt hier mal zaghaft formuliert, eine unreflektierte Verwendung von Extensions, von denen Sie nicht wissen, was die machen, von denen Sie nicht wissen, was die in Ihrer Datenbank machen, was die für Felder nutzen, was die alles reinschreiben bei Ihnen, das sollten Sie nicht tun, wenn Sie auf Sicherheit Wert legen, sondern entweder reviewen Sie das, wenn der Core überblickbar ist, oder Sie dürfen sie eben nicht nutzen. Coding-Standards generell gilt ebenfalls wie für jedes andere System, sollte man einhalten
Und kleiner Hinweis an das Joomla Core Team, eine Zertifizierung von Extensions, auch mit diesem mit dieser Perspektive, wäre sicherlich auch hilfreich. Dann fällt es dem Anwender nicht mehr so schwer, das zu entscheiden. Kann ich denn jetzt eine Extension tatsächlich für mich einsetzen oder gehe ich da in ein Sicherheitsproblem rein? Was machen wir? Aktuell wird ja fast eine Punktlandung. Also, derzeit arbeiten wir sehr intensiv an der responsiven Version der Agila.de, was ja unsere größte Seite ist, die wir da im Betrieb haben. Wir arbeiten an einem zweiten Ansatz, der ebenfalls diesen Community-Gedanken ganz nach vorne stellt. Das ist ein Reparaturmarktplatz für Smartphones. Den setzen wir auch komplett unter Joomla auf, der 3.4er-Version aktuell. Und wir haben eine ganze Reihe an weiteren kleineren Portalen, die wir dort nutzen, um eben diese Contents immer wieder regelmäßig auf die Seiten zu bringen. Tja, das liest sich jetzt, wenn ich das sehe, das ist fast peinlich, das liest sich so weg, so zwei so Stichpunkte, das ist ein Riesenhaufen Arbeit. So, vielleicht nochmal zwei Bilder dazu, die andere hatten Sie ja gesehen, so wird dann unsere neue mobile Version von der Agila.de ausschauen. Der größte Aufwand dort ist übrigens nicht das Programmieren, sondern der größte Aufwand dort ist, dass Sie sich im Prinzip komplett neu nochmal orientieren müssen an der Frage, was steht da eigentlich auf welcher Seite? Weil bei Responsive haben Sie viel, viel weniger Platz zur Verfügung und die ganze Seitenaufteilung, alles was da an Abläufen ist, was an Formularen ist, können Sie alles nochmal neu machen. Funktioniert nichts mehr, auch von der Desktop-Variante. Das ist der eigentliche Teil der Arbeit dort, nicht mal so sehr das Programmieren. Ja. So, und so könnte dann der Reparaturmarktplatz mal aussehen, wenn wir damit fertig werden. So, vielleicht noch ein paar Sachen dazu, wie wir das machen. Wir haben bei den größeren Projekten inzwischen überall das Scrum-Projektmanagement im Einsatz. Der eine mag's, der andere hasst's. Wir mögen's, deswegen nutzen wir es. Wir haben als Kommunikationstools und als Tools zur Abbildung der Anforderungen Jira im Einsatz, Jira Agile, um Scrum abzubilden. Confluence ist ebenfalls von Atlassian so eine Art Wiki-Tool, wo wir alle Ergebnisse dokumentieren. Und für diejenigen, die nicht Techniker sind, aber trotzdem mitreden müssen, haben wir noch ein anderes Tool im Einsatz, das nennt sich Beatrix. Das ist im Prinzip so eine Art internes Facebook, sehr einfach zu bedienen und dadurch sehr förderlich für die interne Kommunikation, auch von Nicht-Technikern, weil dieses Agile, Jira Agile ist doch sehr, sehr komplex. Und für die Live-Stellungsprozeduren haben wir bei uns Git im Einsatz, in der ValueCare 24 Git, im Rest des Konzerns auch SVN und nutzen das dort auch mit der Oberfläche von Atlassian, die Stashes. Was suchen wir? Wir haben jede Menge neue Projekte mit auf den Weg bekommen. Wir müssen jede Menge neue Kundenportale bauen. Die alten sind nicht mehr so Usability-mäßig, wie wir es uns wünschen. Wir haben mehrere Vertriebsportale, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, die wir aufbauen möchten. Wir bieten Versicherungen zum Download in App-Stores. Wir wollen Kundenchats etablieren. Wir wollen eine Schaden-Selbsterfassung auf unseren Seiten etablieren, die so einfach ist, dass der Kunde es tatsächlich auch kann und nicht erst 25 Fragen sich stellen muss. All das, das ist nur ein kleiner Auszug der Gesamtprojektliste und da suchen wir noch tatkräftige Verstärkung. Wer also der Meinung ist, Joomla-Experte zu sein, sollte sich unbedingt bei uns melden und dann kommen wir ins Gespräch. Ja, Zeit ist rum. Sind da noch Fragen zu? Erstmal nicht. Dann bedanke ich mich. Wünsche einen schönen Tag.